Vor gut 4 Wochen habe ich euch den LG CX 4K OLED TV in einem Tech Impression Video hier auf meinem Kanal erstmalig präsentiert. Nun ist es an der Zeit ins Detail zu gehen und somit heiße ich euch willkommen zu meinem Review Video zum CX OLED TV aus dem Hause LG. Bevor wir loslegen, möchte ich euch bitten, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das hilft dem YouTube Algorithmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Aber jetzt zum LG CX. Ich habe für euch den TV auf Herz und Nieren getestet und werde nun die Stärken und Schwächen aufzeigen. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege sofort los. In den letzten 4 Wochen hat sich einiges geändert. Im Tech Impression Video stand mein CX samt Standfuß auf einem Glaspodest. Jenes habe ich nun aufgelöst und den TV an einem Ständer aufgehangen und mein Lautsprecher-Setup verändert. Also falls ihr euch wundert, dass der TV mal mit Fuß und mal mit Ständer präsentiert wird. Ach ja, den TV-Ständer habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schauen wir uns zu Beginn die technischen Daten an. Der TV ist erhältlich in 48, 55, 65 und 77 Zoll. Jeweils mit einem Ultra HD OLED Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz in Ultra HD bietet. Garniert wird das Ganze mit 4 HDMI 2.1 Anschlüssen, um die hohe Auflösung mit 120 Hz auch einzuspeisen. Hätte ich gerne bis zu diesem Video getestet, nur leider steht mir aktuell kein Gerät mit HDMI 2.1 zur Verfügung. Mit einer PlayStation 5 dürfte sich das vielleicht ändern und dazu werde ich dann auch ein Update bringen. Die 120 Hz werden abgerundet durch eine G-Sync sowie VRR-Unterstützung. Prozessorseitig verbaut LG den Alpha 9 AI-Prozessor der 3. Generation, welcher unter anderem Verbesserungen in der AI-Upscaler-Technik erfahren haben soll. Darüber hinaus bietet der CX das neue Dolby Vision IQ, HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist auch dieses Jahr nicht von der Partie. Softwareseitig kommt selbstverständlich LGs WebOS in der neuen Version 5.0 zum Einsatz, welches ein ordentliches Facelifting erfahren hat und jetzt etwas erwachsener aussieht als zuvor. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Ich liebe die LG OLED TVs. Ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder dabei erwischt, wie ich einfach nur begeistert den TV begutachtet habe und mich über die makellose Verarbeitungsqualität erfreut habe. Alles ist auf den Punkt. So sollte das auch sein bei einem Preis von 3099 Euro UVP. Die Fernbedienung hingegen finde ich etwas schwächer als noch bei meinem LG C8 TV. Zwar gefällt mir die schwarze Optik wesentlich besser, dennoch habe ich das Gefühl, dass sie nicht mehr so hochwertig ist wie noch vor 2 Jahren. Die Tasten fühlen sich vom Material her etwas empfindlicher an, wo ich mir vorstellen kann, dass die Beschriftungen auf kurzer Zeit abgerieben werden. Auch die Designentscheidung, dass Anschlüsse wie die SAT-Buchse oder die LAN-Buchse nach hinten weggehen, ist für mich einfach nicht greifbar. Da gilt für mich auch nicht das Argument, dass der nächst teure OLED-TV auf eine Wandmontage ausgelegt ist und der CX nicht. Wozu dann die WESA-Montagegewinde? Andere Hersteller können das auch im günstigeren Bereich. Die neue WebOS-Oberfläche gefällt mir. Sie wirkt sehr clean, kultiviert und modern. Die Optionen sind schnell zu finden und sind logisch durchdacht. Auch wenn ich das Dropdown-Menü von WebOS 4.0 bzw. 4.5 etwas zugänglicher fand, einfach der größeren Icons geschuldet. Oft ist es mir in den letzten Wochen passiert, dass ich die Bildpresets wechseln wollte und ich stattdessen die Lautsprecher-Presets verstellt habe. Auch ist mir im Verhältnis zum C8 mit WebOS 4.0 aufgefallen, dass das Betriebssystem etwas träger geworden ist. Das Dropdown-Menü braucht gefühlt etwas länger zum Öffnen als noch zuvor. Im Gesamten fühlt sich das System dadurch etwas zäher an. Ich rede hier von einer marginalen Diskrepanz. Ich gehe davon aus, dass LG da noch Software-Updates bringen wird, welche die Performance optimieren. Ansonsten ist die Performance aber WebOS-typisch genial. Netflix und Co. öffnen sich blitzschnell und lassen dank Magic Remote sich butterweich bedienen. Auch WebOS 5.0 bekommt von mir ganz klar den Status als bestes TV-Betriebssystem am Markt und das mit Abstand. So, lassen wir nun die Katze aus dem Sack und sprechen über die Bildqualität. Ja, was soll ich sagen? Mir standen buchstäblich die Tränen in den Augen, als die ersten HDR bzw. Dolby Vision Bilder über die OLEDs huschten. Der Sprung vom C8 zum CX ist zwar kein Quantensprung, aber dennoch deutlich zu erkennen. Vor allem in der Dolby Vision Wiedergabe konnte LG hier erneut neue Höhen erreichen, wahrscheinlich auch dem neuen Dolby Vision IQ geschuldet, welches ja das Bild an die Umgebungsbeleuchtung anpasst. Die Detaildarstellung lässt keine Wünsche offen und da
meine ich nicht nur die Darstellung in hellen Bildbereichen, sondern auch in dunkleren Bereichen. Bei einer Helligkeitseinstellung von 52% arbeitet der CX überraschend viele dunkle Details heraus. OLEDs wird oft das Problem des Blackwash nachgesagt, sprich dem Fehlen der Details im dunkleren Bereich. Der C8 konnte das bereits ziemlich gut, aber der CX lässt das Problem fast verschwinden. Aber nur fast. Je nach Filmsituation vermisse ich dennoch ein paar kleine Details, aber das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Die Detailwiedergabe im dunklen Bereich habe ich bei einem OLED noch nie so brillant gesehen wie bei dem CX. Im Tech Impression Video erwähnte ich die hohe Helligkeit des CX-TVs. Meinen alten C8 musste ich bei den OLED-Lichteinstellungen immer um die 70-80% fahren, um eine angenehme Helligkeit zu erhalten. Beim CX sind 80% schon fast schmerzend in den Augen, grell bekommt eine neue Definition im OLED-Bereich. Und schnell habe ich mich bei einem OLED-Licht von 45-50% wiedergefunden. Lediglich bei der HDR-Wiedergabe schwächelt er, dort ist die Leuchtintensität typischerweise geringer. Das Dynamic Tone Mapping, auch als Active HDR bekannt, macht aber dennoch einen guten Job und dank des HDR-Optimierers meines Panasonic UHD-Players wurde das Problem schon fast aus dem Weg geräumt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass sicherlich nicht jeder einen DPU-B824 unter seinem TV stehen hat. Dolby Vision-Inhalte kommen bereits bei 50% auf eine Leuchtintensität, als wäre der TV im SDR-Betrieb auf 80% konfiguriert. Einfach Wahnsinn! Ach ja, im Laufe der nächsten Wochen werde ich ein Video veröffentlichen, worin ich euch meine Bildeinstellungen zeigen werde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht. Sollte das Video bereits verfügbar sein, habe ich es euch in der Infobox verlinkt. Ein Thema, welches bei OLED-TVs auf keinen Fall außer Acht gelassen werden sollte, ist das Leuchtverhalten. Was meine ich damit? Konkret gesagt meine ich damit, wie ein OLED-TV auf plötzliche Inhaltswechsel reagiert. In diesem Fall von dunkel zu hell. Der C8 hatte damals von Beginn an Probleme damit gehabt, welche erst später durch Software-Updates beseitigt wurden. Der CX kämpft mit einem ähnlichen Problem, aber bei weitem nicht so ausgefeilt wie damals beim C8. Der plötzliche Wechsel von dunkel zu hell zeigt, dass der CX die Leuchtstärke herabpegelt, um wahrscheinlich den Stromverbrauch nicht in die Höhe zu reißen. Der Effekt äußert sich in einem schnellen Dimmen des Panels. Das Positive beim CX, das von Grund auf helle Bild des Fernsehers, lässt diesen Effekt während des Filmschauens nicht krass auffallen. Auch positiv, Kontrast und Co. leiden nicht darunter, ich musste den Effekt wirklich direkt provozieren. Kontrastseitig macht der CX dank OLED alles richtig, sei es bei SDR, HDR oder Dolby Vision. Die Bereiche zwischen hell und dunkel sind klar definiert und lassen eine sehr beeindruckende Tiefenschärfe zu, welche wirklich nur so bei OLED-TVs zu sehen ist. Die Farbdarstellung des CX ist wie schon bei seinen Vorgängern on point. Die LG-Bildingenieure haben hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet, daran ist nichts auszusetzen, einfach sehr gut. Wo LG weitere Optimierung vorgenommen hat, ist die Bewegungsschärfe. Die Reaktionsfähigkeit des CX-Panels ist exquisit und lässt in einem schnell das Gefühl hochkommen, du hast hier einen TV für 3000 Euro stehen und du siehst es auch. LG bewirbt die OLEDs seit dem C9 auch als Gaming-TVs und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe eine ordentliche Runde gedaddelt. Und ja, was soll ich sagen, ob nun in SDR oder auch in HDR, der CX lässt einen in das Spiel förmlich eintauchen. Dank der verbesserten Bewegungsschärfe wirken Games noch plastischer. Gepaart mit dem grandiosen Spielmodus, welcher dank seines optimierten Bildverhaltens einen sehr gaming-tauglichen Input-Lag liefert. Eingabeverzögerung, was ist das? So ist die Antwort des CX auf ein Game in 4K. Dennoch möchte ich hier von dem faden Beigeschmack der in Angst berichten, welche mich beim Spielen die ganze Zeit unterschwellig begleitet hat. Mir ist bewusst, dass die Gefahr seit dem C8 deutlich geringer ist als noch die Jahre zuvor, dennoch hatte ich bei meinem C8 eine Schattenbildung, welche dank des manuellen Pixelrefreshers wieder ausgebügelt habe. Welche mich dazu veranlasst, euch zu warnen. Passt mit statischen Bildinhalten auf, auch ein CX ist nicht immun gegen eine Schattenbildung, auch wenn die Panel-Optimierung seitens LG sich wirklich schon auf einem sehr hohen Niveau bewegt. OLED-TVs sind Fernseher für den Heimkinogenuss. Und dafür empfehle ich auch die TV-Technologie. Für reines Gaming bin ich skeptisch. Seien wir mal ehrlich, was bringt uns ein geiles 4K-Bild, wenn wir nur eine Full HD bzw. eine SD-Quelle zur Verfügung haben? Leider habe ich in meiner neuen Wohnung keinen TV-Anschluss mehr, daher kann ich euch dazu nichts Aussagekräftiges verraten, dennoch habe ich den CX mal mit einer Full HD-Quelle gefüttert und mir den Upscaler angeschaut. Der Upscaler macht einen guten Job, ohne Frage. Bei einem Sitzabstand von 1,5 Metern kann man beim groben Hinschauen nicht wirklich sagen, ob ich es nur mit einem
4K oder einem Full-HD-Bild zu tun habe. Beim genaueren Hinschauen fällt aber auf, dass der CX für meinen Geschmack etwas zu krass herangeht. Vor allem mit der Weichzeichnerkorrektur spart der CX in keiner Situation, was leider manche Details auf Flächen oder in Gesichtern verschlucken lässt. Auch ein gewisses Bildrauschen konnte ich ausmachen, welches das Bild je nach Situation manchmal etwas überzeichnet wirken lässt. Im Vergleich zu dem Upscaler meines Panasonic DPU-B824 Ultra HD Blu-ray Players muss AG hier klar nochmal den Schreibtisch drücken. Der Panasonic Player holt wesentlich mehr Bilddetails aus einer Full-HD-Quelle als der CX. Schade, hier muss AG noch Ausbesserungen durchführen. Aktuell sehe ich beim Upscaler-Bild keinen 3000-Euro-Fernseher. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema bei AGTVs, der Zwischenbildberechnung oder der Black Frame Insertion oder dem Motion Pro. Die Funktion, welche zum Beispiel 24p oder 30p Inhalte auf 100 oder 120p hochrechnet, um ein möglichst weiches, ruckelfreies und glattes Bild zu erzeugen. Viele sprechen von einem Soap-Modus. Ich persönlich liebe die Funktion, ist aber für echte Kinofans natürlich eine reine Katastrophe. Wie sieht nun die Zwischenbildberechnung beim AG CX aus? Ich erinnere mich gerne an meinen alten C8 zurück, welcher zu Beginn echt eine katastrophale Zwischenbildberechnung bot. Der CX zeigt uns hier eine von Grund auf solide Performance. Das Bild wirkt in vielen Momenten sehr flüssig, klar und vor allem scharf und nicht dunkel. Aber makellos ist die Zwischenbildberechnung leider dennoch nicht. In vielen Situationen sind mir Bildartefakte aufgefallen, welche die Ruhe des Bilds stark stören. Bei einem fast ruhigen Hintergrund, worauf sich ein kleines Objekt bewegt, enttarnt sich die fehlerhafte Zwischenbildberechnung. Auch hier für einen 3000-Euro-Fernseher erwarte ich einfach mehr, zumal der Prozessor die dafür nötige Rechenleistung mitbringt. Erst vor 2 bis 3 Monaten habe ich hier auf meinem Kanal einen 350 Euro Budget 4K HDR TV präsentiert, welcher eine bessere Zwischenbildberechnung bot als der CX. Ich denke, das sagt schon alles. AG, bitte schleunigst ausbessern. Unter dem Strich ist die Bildqualität des AG CX TVs auf absolutem Referenzniveau. Aktuell habe ich nichts Besseres gesehen und für den Preis von ca. 3000 Euro ist es fast schon ein Schnäppchen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass AG da noch einige Optimierungen vornehmen wird und diese via Update ausliefern wird. Der CX ist bildtechnisch sicher noch nicht an seinem Maximum angelangt, das sei euch versichert. Nun möchte ich ein paar Worte zum Pixel-Refresher verlieren. Dessen Funktion ist eigentlich vollkommen automatisch. Es gibt dennoch eine Option, welche eine manuelle Durchführung des Algorithmus erlaubt. Nur muss das regelmäßig gemacht werden. Ganz klar, nein, auf keinen Fall. Nach einer Nutzungszeit von ca. 4 Stunden startet der Fernseher im Standby einen automatischen Pixel-Refresh. Ich nenne diesen gerne den kleinen Refresher. Der manuelle Refresher oder auch der große Refresher dient dazu, wenn ihr wirklich mal das Problem habt, dass sich eine Schattenbildung ergeben hat und ihr versuchen wollt, diese wieder auszubügeln. Der große Refresher ist recht radikal und bei zu häufiger Verwendung kann es ebenfalls zu Schäden am Panel kommen oder die Leuchtkraft des TVs nimmt rapide ab. Also bitte, verwendet den manuellen Refresher nur im Notfall, den Rest macht der TV von ganz alleine. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich bin normalerweise ein Mensch, der sagt, wenn man sich einen derartigen TV kauft und man den Platz hat, ist ein Soundsystem ebenso Pflicht. Dennoch möchte ich euch meinen Höreindruck zu den intern verbauten Lautsprechern nicht vorenthalten. Und da muss ich sagen, dass AG hier ein klares Downgrade zum C8 durchgeführt hat. Wahrscheinlich schon beim C9, nur den konnte ich bis dato noch nicht vernehmen. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Der Sound ist für einen TV immer noch gut, aber der C8 hatte einen wesentlich lebendigeren, raumfüllenden und kräftigeren Sound als der CX. Für das Nachmittagsfernsehen oder die Tagesschau am Abend sicher ausreichend, aber für den ernsthaften Film- oder Gamebetrieb ist es nicht zu gebrauchen. Nicht bei diesem Preis und vor dem Hintergrund, was AG 2018 lieferte. Da hilft auch ein AI-Sound nichts mehr. Fazit: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass der AG CX sein Geld nicht wert ist. Das ist er jeden Cent. Von der grandiosen Verarbeitungsqualität bis hin zur Bildqualität auf Referenzniveau. Vor allem letzteres, dem wohl wichtigsten eines Fernsehers, zeigt, dass LG hier an den richtigen Stellen Verbesserungen vorgenommen hat. Sei es bei der sehr guten Detaildarstellung im dunkleren Bereich oder das sehr ausgeglichene und homogene Bild im HDR bzw. Dolby Vision Betrieb. Einfach nur Genuss pur. Lediglich der dünne Sound, die etwas holperige Zwischenbildberechnung und der schwammige Upscaler trüben den Eindruck an dieser Stelle. Jenes wird durch das performante WebOS-Betriebssystem wieder ausgeglichen. LG hat mit dem CX OLED TV einen Fernseher auf den Markt gebracht, welcher zeigt, wie ein Fernseher im Jahr 2020 zu performen hat.
grandios. Und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum LG CX TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt diese unten in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!